Nach Plänen ehemaliger DKW-Renningenieure baute sich der Braunschweiger Privatrennfahrer Kurt Kuhnke zwischen 1948 und 1950 eine 250er Rennmaschine mit Zweizylinder-Gegenkolben-Kompressormotor. Es war der letzte Kompressor-Rennzweitakter mit DKW-Genen, konstruiert von früheren Zschopauer-Renningenieuren. Kuhnke startete mit seiner Gegenkolbenmaschine in der deutschen Meisterschaft als DKW-Kompressor-Eigenbau. Das rief die Auto Union auf den Plan. Sie untersagte Kuhnke das DKW-Logo und den geschützten Markennamen DKW zu verwenden. Weil sein Eigenbau nicht DKW heißen durfte, nannte er ihn Kuhnke Sport 1, kurz KS1. Das DKW-Logo verschwand vom Tank. Hermann Herz kaufte in den 1980er Jahren die original und bestens erhaltene KS1 und baute sich daraus eine Pseudo-DKW-Werksrennmaschine nach dem Vorbild der 1939er US-250. Der Motor erhielt ein neues Kurbelgehäuse, Nikasilzylinder und zahlreiche Detailverbesserungen, um seine Standfestigkeit zu erhöhen. Nach 2 Jahren Umbauzeit lief die Maschine 1990 zum ersten Mal. Läuft! Ein Urschrei nach 2 Jahren Bauzeit. Sie läuft! Die ersten Meter legte die zum Werkstrenner mutierte KS1 auf dem abgesperrten Gelände der Mannheimer Zentralkläranlage zurück, 14 Tage vor der geplanten Präsentation anlässlich der Classic Tourist Trophy auf der Isle of Man. Der Umbau sorgte für Furore und heimste bei der Classic TT den Preis für die am besten restaurierte Maschine ein. Der Probelauf, der hier jetzt stattfindet, wir befinden uns etwas abseits des TT-Kurses in der Nähe von Creek-Le-Bain. Sie hören jetzt die ersten Laute der Gegenkolbenkompressormaschine. Töne, wie man sie heute nicht mehr gewohnt ist. Von der Lautstärke her meine ich. Er fährt jetzt in Richtung Creek-Le-Bain auf dem alten Klipsekurs, der in den 50er Jahren noch von den 125ern und Gespannen gefahren wurde. Sie kommt uns entgegen jetzt. Einwandfrei. Kommt auf uns zu, schaltet zurück. Um die Geschichte der Kuhnke Sport 1 zu verstehen, müssen wir auf die 1930er Jahre zurückblenden. DKW war die erfolgreichste Marke im deutschen Motorradrennsport.
Die aufkeimende Mehrzylinder-Viertakt-Konkurrenz erforderte jedoch eine Abkehr von den bewährten Doppelkolbenmotoren. Die DKW-Direktion erteilte der Rennabteilung im Februar 1940 den Entwicklungsauftrag für ein revolutionäres Motorenkonzept. Einen aufgeladenen Vierzylinder-Zweitakt-H-Motor mit Kegelschiebern im Zylinderkopf zur Steuerung von Ein- oder wahlweise Auslass. 1941 erfolgte die Auflösung der Rennabteilung. Alle Ressourcen wurden für Rüstungsgüter gebraucht. Der H-Motor verschwand in der Versenkung. Nach dem verlorenen Krieg und dem Einmarsch der Roten Armee wurde das DKW-Werk demontiert und nach Ischewsk abtransportiert. Die Russen wollten aber mehr. Sie wollten das gesamte Wissen aus Jahrzehnten Motorrad- und Rennmaschinenbau. Unter straflagerähnlichen Bedingungen wurden ehemalige DKW-Leistungsträger gezwungen, für die Russen Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten zu leisten. Einige wurden deportiert, andere wurden eingesperrt und gar mit Schusswaffen bedroht. Die Russen nutzten aber örtliche Strukturen, um die Menschen in Lohn und Brot zu bringen und damit ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. So musste August Brüssing dafür eigens eine Firma gründen. Brüssings Hauptaufgabe war die Konstruktion von Rennmaschinen. Die Russen verlangten erfolgversprechende Vorschläge von ihm. Den H-Motor verriet er ihnen nicht. Das war seine Rache für die erlittenen Repressalien, und alle hielten dicht. Es wäre andernfalls übel ausgegangen. Die Russen entschieden sich für die Gegenkolbenbauweise, die damals in ihrer Heimat weit verbreitet und ihnen daher wohl bekannt war. Brüssing konstruierte mit seinen Leuten Gegenkolben-Rennmaschinen und baute 5 Prototypen, 4 350er und eine 250er. Siegfried Münche führte die Erprobungsfahrten durch. Die Russen waren mit den Ergebnissen hochzufrieden. Die Maschinen liefen als 250er 180 km/h schnell und als 350er an die 200 km/h. Mit einem speziellen Rekordbenzin brachte es die 250er auf 53 PS und die 350er sogar auf 64 PS. Nach erfolgreichen Testläufen wurde 1948 alles samt und sonders unter schärfster Bewachung der Militärverwaltung verpackt und ins russische Zweirad-Technikzentrum nach Serpuchow abtransportiert. In Chemnitz verblieb nichts, außer ein paar illegalen Blaupausen, die Kurt Bang aus dem Sonderkonstruktionsbüro 10 herausschmuggeln konnte. Brüssing und seine Getreuen hatten aus dem eigentlich ungeliebten Gegenläuferkonzept ein technisches Wunderwerk geschaffen. Der Motor erreichte für damalige Verhältnisse utopische Höchstdrehzahlen und lieferte ein gewaltiges Drehmoment. Mit Recht gilt es heute als Glanzstück sächsischer Ingenieure. Brüssings Gegenläufer und die Zschopauer Rennmotorentechnik bestimmten in Russland bis weit in die 1950er Jahre das Renngeschehen im Motorrad- und im Wagenrennsport. Den Russen gelangen sogar Weltrekorde, während von Mitteldeutschland ausgehend längst ein neues Zeitalter mit schnellen, kompressorlosen Zweitaktern begonnen hatte, zunächst auf DKW-Basis, dann unter Walter Kaden mit MZ. Der erfolgreiche Braunschweiger Privatrennfahrer Kurt Kuhnke pflegte stets einen guten Draht zur DKW-Rennabteilung. Er verfolgte wie elektrisiert das Gegenläuferprojekt und beschloss, mit einem solchen Motor um die deutsche Meisterschaft zu fahren.
Ex-DKW-Rennkonstrukteur Kurt Bang war nach Abschluss des Russenprojekts frei und nahm Kuhnkes Angebot an, für ihn als Auftragsarbeit einen eigenen Gegenkolben-Rennmotor zu konstruieren. Zeichner Erich Bergauer im Schlepptau machte sich Bang ab nach Braunschweig und brachte innerhalb eines halben Jahres den Kuhnke-Gegenläufer zu Papier, phasenweise unterstützt von August Brüssing und später auch Meister Sprung. Kuhnke ließ seinen Gegenkolbenmotor von Braunschweiger Firmen bauen, nachdem die Auto-Union ihm nicht nur jede Unterstützung verweigert, sondern ihm auch unter Androhung rechtlicher Konsequenzen die Verwendung des geschützten Markennamens DKW untersagt hatte. Kuhnke wollte 1950 deutscher Meister werden und außerdem den von Moto Guzzi gehaltenen 350er Weltrekord von 213 km/h brechen. Im Vertrag mit der Firma Stock vom Dezember 1949 steht daher als Fertigstellungstermin Mai 1950, um Kuhnkes Teilnahme an 4 von 5 Meisterschaftsläufen zu ermöglichen. Fertig wurde der Motor aber erst im September 1950, einen Tag vor dem Prenzlberg-Rennen. Für die Rennteilnahme fehlte noch der große Kühler, aber im Stand dürfte der Trommelfellbohrer schon laut brüllen. Die Kreis 1 siegte in Dessau über Leifeld Winklers schnelle Ex-DKW-Werksrennmaschine. Es folgten ein zweiter Rang am Sachsenring und ein dritter Rang in Dresden. Nach dem Verbot von Alkoholtreibstoffen fehlt es am Wissen der DKW-Leute, den Gegenläufer bei Leistung zu halten. Zu allem Überfluss experimentierte Kuhnke mit Zweitakt-Auspuffbirnen an seinem Kompressormotor, mit dem Resultat, dass die Auslasskolben schneller schmolzen, als die Stuttgarter Firma Wahl Ersatz liefern konnte. Mit dem Kompressorverbot der FIM kam das endgültige Aus für die KS1 und Kuhnke hielt sie stets gepflegt und fahrbereit bis zu seinem frühen Tod in Besitz. Als der bekannte Motorjournalist Ulrich Schwab Kuhnke im Jahr 1965 für eine Reportage besuchte, sprang die KS1 nach wenigen Metern Schiebestart sofort an und lief sauber wie in ihren besten Tagen. Kurt Kuhnke markierte mit seinem Eigenbau den Endpunkt einer glanzvollen Epoche. Kurt Kuhnkes Eigenbau steht auf einer Stufe mit Helmut Fahrts URS Vierzylinder und Friedel Münchs Mammut. Um seine vielen informellen Helfer und Unterstützer zu schützen, musste Kuhnke Stillschweigen bewahren. Dieses Vakuum füllte sich schnell mit Mythen, Legenden und Lügen. Was wurde alles über ihn berichtet? Sein Motor sei ein Plagiat einer DKW-Vorkriegskonstruktion. Er habe den Werksmotor geklaut und sogar Teile seiner Maschine aus Altbeständen organisiert. Es gipfelt in der Behauptung, er habe sogar im Knast gesessen. Tatsache ist, dass Kuhnke während der Nazi-Herrschaft Juden versteckt, in seinem LKW an die Grenze gebracht und ihnen damit das Leben gerettet hat. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen einzigartigen Eigenbau eines außergewöhnlichen Menschen, an einen technischen Leckerbissen und eine Rennmaschine in ungewohnter Optik, die leider im Original nicht mehr existiert. Die Geschichte der Kuhnke Sport 1
nahm ihren Anfang in Chemnitz mit August Brüssings Konstruktion für die Russen und lebt in abgewandelter Form bis heute im Besitz der Audi-Tradition fort. Möge diese Zusammenfassung das Verdienst von Kurt Kuhnke um die Geschichte des Motorradrennsports am Ende der Kompressor-Ära für alle Zeiten wachhalten.